Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxen Bayer. Ja, jetzt geht's also ins vierte Saisonspiel. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, sorry dafür. Ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten, aber jetzt bin ich ja wieder da und ich brauche jetzt 3 Punkte. Es müssen 3 Punkte langsam her, sonst schreibe ich die Meisterschaft frühzeitig ab. Wir spielen heute das sozusagen das El Clasico aus Holland, Ajax Amsterdam gegen PSV Eindhoven. Ich habe mich für Ajax entschieden, weil dort halt eben dieses geile Talent Christian Eriksen spielt. Ich mag den halt einfach und wollte den auch mal hier ins Spiel bringen und ein bisschen zeigen, was er kann. Und ja, spielen wir doch jetzt einfach mal das El Clasico von Niederlande. Toivonen schon in der 5. Minute. Schöner Pass auf Mertens. Der netzt ein in der 6. Minute. Tja, so kann es gehen, wenn man hinten nicht aufpasst. Aber war natürlich auch sehr schön gemacht von Toivonen. Schöne Heberflanke oder wie man dann Heberpass, Hebersteilpass, und Mertens haut das Ding dann rein. Keine Chance für meinen Torwart. 1-0. Ja, was soll man sagen? Es ist so, wie es ist. Ist noch lange Zeit. Gucken wir doch mal, ob da noch was geht. Mertens kommt schon wieder, schießt und dann ist er wieder drin. Das kann doch nicht wahr sein, muss ich sagen. Mertens zum 2-0 in der 8. Minute. Ich weiß nicht, was mein Torwart da gemacht hat. Aber souverän war das mit Sicherheit nicht. Also ich bin der Meinung, der Torwart hätte diesen Ball halten können. Müssen nicht, aber können hätte er ihn. Aber schaut euch das an. Naja, er hätte ihn sogar halten müssen. So wie ich das jetzt gerade sehe. Wäre eine Sekunde früher gesprungen, hätte er den erwischt. Aber es ist halt einfach keine Granate im Tor bei mir. Egal, 2-0, 8. Minute. Da geht trotzdem noch irgendwas, denke ich mal. Jetzt zeigt der Torwart mal, dass er irgendeine Parade kann. Und nach dieser Parade schaut er dann wieder recht blöd. Aber okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da geht vielleicht noch was. Und die Halbzeit ist jetzt auch schon wieder vorbei. Denn es ist nicht mehr viel passiert. Ich habe jetzt extra ein bisschen weggeschnitten, weil die vorigen Szenen langweilig waren. Jetzt ist aber Halbzeit, 2-0 für PSV Eindhoven. Ja, Ajax muss natürlich jetzt kommen. Ajax muss kommen. Sonst wird das heute nichts mehr mit 3 Punkten. Und wir sind jetzt schon in der 2. Hälfte, 52. Minute. De Jong kommt sehr gefährlich vors Tor. Macht er das Ding jetzt? Ja, er macht es. 2-1 Anschlusstreffer. De Jong, sehr schön gemacht, sehr schöner Pass. Ich weiß gar nicht, von wem der kam, aber ist ja auch egal. Hier super gemacht, super Abschluss. Torwart keine Chance. Jetzt geht erst recht noch was. Und in der 53. Minute steht es halt eben jetzt 1-2 nur noch. Jetzt seht ihr, wie viel Druck ich gemacht habe. Boah, Eriksen, wenn er da rangekommen wäre, dann wäre hier noch alles offen gewesen. Jetzt seht ihr, dass mein Druck oder der Druck immer mehr wächst. Van der Wiel geht sogar mit nach vorne, der Rechtsverteidiger. Da kriegt De Jong den Ball hier nicht. Schade, jetzt kommt Jansen, versucht's einfach mal. Aber Isaksson ist zu stark dafür, hat den Ball sicher in seinen Händen. Aber der Druck ist immer noch da, wie ihr seht. De Jong jetzt, schöner, angetäuschter Schuss. De Jong... Boah, der hätte reingehen können, das wäre ein sehr schönes Tor gewesen. Dann stände es hier nur noch 2-2 und dann wäre es 1 Punkt anstatt 0 Punkte. Aber jetzt kommt Mertens wieder gefährlich. Ronaldo Chop, was macht Mertens? Macht das 3-1 und mein Torwart sieht schon wieder nicht gut aus bei dieser Szene. War zwar schön gemacht von Mertens, der jetzt hier auch seinen Hattrick feiert. Gute Partie von ihm. Der Ronaldo Chop war auch sehr schön eingesetzt, im richtigen Moment hat er ihn gemacht. Und dann bringt er den Ball rein. Der Torwart sieht nicht recht cool aus bei der Sache. Aber ich kann es nicht ändern. Es steht 3-1 für meinen Gegner. Die 3 Punkte für mich wandern immer weiter weg von mir. Doch der Druck wächst und wächst immer noch. Jetzt kommt Lodero. Sieht wieder Soleimani. Und Soleimani netzt ein zum 2-3. Anschlusstreffer in der 87. Minute. Nimmt sich hier den Ball und sagt seinen Jungs, seid jetzt still und kämpft bis zum Umfallen. Wir müssen hier irgendwas holen. Und das waren natürlich auch meine Gedanken. Kämpfen, kämpfen, kämpfen bis zum Schluss. Und jetzt kommen wir wieder gefährlich nach vors Tor. De Jong, Soleimani, Lukoki. Ah, da prallt er am Spieler ab. Schade, das wäre ein gefährlicher Schuss gewesen. Die Kontermöglichkeit wird abgepfiffen, denn jetzt ist das Spiel aus, Leute. Sorry, ich habe verloren. Ich habe 0 Punkte bekommen. Mertens war einfach heute der überragende Mann und mein Torwart war der schlechteste Spieler auf dem Feld, finde ich. Egal, ich gratuliere meinem Kumpel für 3 Punkte. Die Saison bleibt also spannend und
Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt hier leider verloren habe. Ich habe aber zum Schluss noch mein Bestes gegeben, was das Ergebnis sagt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert mich und schreibt einen Kommentar. Und ich sage ciao, euer Haxenbeier. We'll be right back.